Eine der wenigen mit herrlichen Ikonenfresken ausgemalte Kirche Deutschlands ist die serbisch-orthodoxe Kirche des heiligen Sava in Hannover. Im Jahr 1995 erbaut und bis 2000 ausgemalt, bildet sie zusammen mit der gleich daneben liegenden griechischen Kirche das orthodoxe Kirchenzentrum. Wir betreten die Kirche und schauen auf ihre Ikonostase, hinter welcher sich der Altar, nach Osten gekehrt, befindet. Der Gläubige wendet sich also dem Licht, das von Osten kommt und somit Christus, zu. Der Altarbereich, in dem sich die Wandlung zu Leib und Blut Christi vollzieht, wird durch die Ikonostase als Bilderwand getrennt. Aus der Königstür tritt der Priester mit den Gaben und mit dem Evangelium zu den Gläubigen hinaus. Ikonen und Fresken sind Bestandteil des orthodoxen Gotteshauses. Die Anordnung der Figuren und Szenen sind von großer Bedeutung, tief im orthodoxen Glauben verwurzelt. Die zentrale Stelle ist die Kuppel auf einem erhobenen Sockel, mit Jesus Christus als Pantokrator oder Allherrscher, der am Anfang jeder Malarbeit auf der höchsten Stelle steht, in der Wölbung der Kuppel. Im Tabor der Kuppel sehen wir den Propheten des Alten Testamentes, darunter die Apostel. In den sphärischen Dreiecken, auf welchen die Kuppel liegt, sind die vier Evangelisten Johannes, Lukas, Markus und Matthäus dargestellt. In der Altarapsis die Gottesmutter mit den weit geöffneten Armen und dem Kind Jesus als Fürbitterin. Darunter die Szene des heiligen Abendmahls der Apostel. Auf der rechten Seite finden wir überwiegend Bibelszenen aus dem Leben Jesu wie seine Geburt. Auf dem Fresko mit der Auferstehung, wo Jesus mit einer Strahlenaureole zu sehen ist, entsteigt er dem Hades. Mit der Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Apostel zu Pfingsten sehen wir das gemalte Evangelium. Auch Heilige und Märtyrer wie die Arztheiligen Kosmos und Damian, Georg und Dimitrios sind auf den Fresken zu sehen. An der Außenwand der Chorgalerie ist ein Zyklus über das Leben des heiligen Sava gemalt. Der heilige Sava wurde Mönch, lebte als Einsiedler und gründete mit seinem Vater, dem heiligen Simeon, das erste serbische Kloster auf dem Athos, das Kloster Hilandar. Die Ikonenmalerei folgt eigenen Gesetzen und ist kompliziert. Sie beruht auf einer jahrhundertealten Tradition, die sich in Bildaufbau, Vergoldung und Maltechnik nicht geändert hat, dem sogenannten Malkanon. In einer Zeit, da die meisten Kirchenbesucher Analphabeten waren, dienten Ikonen als das gemalte Evangelium. Der Begriff Ikone leitet sich vom griechischen Wort Icon ab, das heißt Bild, Abbild, Darstellung von Christus, von der Gottesmutter, von Engeln und von den Heiligen. Von ihnen erhofften sich die Gläubigen Schutz und Gebetshilfe. Im eigentlichen Sinne sind Ikonen Kultbilder der orthodoxen Christenheit. In den Kirchen des Ostens erfahren sie eine tiefe religiöse Verehrung. Auch heute gibt es noch Ikonenmaler, zum Beispiel im Storchenhaus.
Es ist das älteste Gebäude in Neustadt am Rübenberge und steht in unmittelbarer Nachbarschaft der Liebfrauenkirche. Im Jahr 1707 als ehemaliges Schul- und Lehrerhaus erbaut, überstand es als einziges Gebäude im Schutz der Kirche den Großbrand von 1727, dem alle übrigen Häuser im Ort zum Opfer fielen. Seit 2007 nun hat das Haus eine ganz besondere Bestimmung. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten eröffnete die Neustädter Malerin Barbara Teubner hier ein Ikonenmuseum, das in Deutschland wohl einzigartig ist, weil es neben historischen russischen Ikonen aus verschiedenen Jahrhunderten auch ca. 200 neu gemalte Werke der Künstlerin zeigt. Beim Eintreten ins Storchenhaus merkt man sofort, dass das historische Gebäude eine Seele hat. Die Atmosphäre ist wohltuend einladend, ja fast feierlich. Leise nimmt man den liturgischen Gesang russischer Mönche wahr, der durch die Räume zu schweben scheint. Es duftet nach Weihrauch. Kerzen brennen und ihr Schein spiegelt sich auf den Ikonen und dem Glanz des Goldes wider. Das meditative Ambiente mit den farbig gestalteten Fensterbildern nimmt den Besucher gefangen. Neben sakralem Mobiliar ist im Raum der Stille ein Triptychon-Altar zu sehen. Ikonen werden nicht signiert. Der Künstler steht hinter seinem Werk zurück, er stellt seine Arbeit ganz in den Dienst seines Glaubens. Die Ikone spricht durch den Künstler, so erklärt Frau Teubner in einer einstündigen Führung durch die Ausstellung. Frau Teubner kommt aus einem katholischen Elternhaus, hat eine evangelische Familie und ist orthodoxe Christin. Aus ihrer mehr als 20-jährigen Tätigkeit als Kirchen- und Ikonenmalerin finden Sie Altar- und Kanzelgestaltungen in den Gotteshäusern der drei Konfessionen. Der Weg zur Ikonenmalerei ist lang. Frau Teubners Malstudien über mehrere Jahre bei einem russischen Maler ergänzte sich durch die Begegnung mit einem griechischen Maler vom Berge Athos. Die sich anschließende Zusammenarbeit mit Professor Berger aus Sinsheim betrachtet Barbara Teubner bis heute als wertvolles Geschenk. Gemalt habe ich immer schon seit meiner frühesten Kindheit, aber zur Ikonenmalerei bin ich gekommen durch die Anfrage eines evangelischen Pastors, der eine Malerin suchte für seine evangelische Kirche, die mit Ikonen ausgestaltet werden sollte. Nennen Sie es Fügung, dass ich einem russischen Ikonenmaler begegnete, der mich als seine Schülerin annahm und über viele Jahre ausbildete. Und so wurde ich unterrichtet in Orthodoxie, in kyrillischer Schrift, in der Vergoldungstechnik und der aufwendigen Technik der Ikonenmalerei. Den Auftrag von der Franziskuskirche habe ich dann auch bekommen, allerdings Jahre später. Orthos Doxos kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt richtiger Glaube oder Urglaube. Welche Rolle spielt eigentlich die Ikone im orthodoxen Glauben? Das Evangelium als geschriebenes Wort Gottes und die Liturgien als gesungene Gebete der Heiligen Schrift und die Ikone als gemaltes Wort Gottes, gemalte Heilige Schrift, bilden die drei Säulen der Orthodoxie. Und jede davon hat den gleichen Stellenwert. Deshalb wird der Ikonograph auch Hagiograph genannt, Schreiber des Heiligen Wortes. Daher der Begriff Ikonen werden geschrieben. In der Ikonografie werden Bibelstellen bildhaft dargestellt, die auch
mit der Beschriftung auf die jeweilige Bibelstelle hinweist. Frau Teubner greift einige ihrer Werke heraus und erklärt uns ihre Bedeutung. Dieses Triptychon war ein Auftrag von der orthodoxen Sava-Kirche in Hannover für die Expo Hannover, der Weltausstellung 2000. Und an dieser Ikonenarbeit habe ich ein Jahr gesessen, also 1000 Arbeitsstunden stecken da drin. Es ist ein Triptychon ganz auf 24 Karat Blattgold gearbeitet, handgearbeitet von einem Ikonenschreiner mit romanischem Bogen. Sie sehen den Engel Gabriel und die Mutter Gottes. Das ist die Verkündigungsszene an Maria. Kyrillisch beschriftet. Ich darf sie öffnen. Und Sie sehen im Mittelfeld eine sogenannte Desis. Desis heißt Fürbitte. Der thronende Pantokrator in der Mitte mit dem aufgeschlagenen Evangelium ist zu sehen. Zu seiner Rechten die Gottesmutter, zur Linken Johannes der Täufer, Petrus und Paulus, Heilige, Gottvater in einer Strahlenoriole, getragen von den Erzengeln Gabriel und Michael. In den Flügeln des Triptychons sehen wir die Abbildungen der vier Evangelisten, dem Lukas mit dem Stier, dem Matthäus mit dem Engel, dem Johannes mit dem Adler und den Löwen mit dem Markus. Das ist Christus Pantokrator, der Allherrscher, eine griechische Ikone. Die Ikone zeigt Christus mit dem aufgeschlagenen Evangelium, die Hand zum Segensgestus erhoben. Nach Matthäus heißt es, kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Es ist der griechische Anfangs- und Endbuchstabe des Wortes Jesus und das Beiwort Jesus Christus, also IC und XC. Im Kreuznimbus steht ebenfalls auf Griechisch H-O-O-N, Christus der Seiende. Russische sowie griechische Christus-Ikonen werden immer gleich beschriftet. Hier sehen Sie eine russische Ikone, Gottesmutter von Wladimir oder Wladismirkaja genannt. Diese Ikone wird in Russland als ein wundertätiges Gnadenbild besonders verehrt. Sie gilt als die beliebteste Ikone Russlands und wird auch Mutter der russischen Erde genannt, wohl weil sie das Liebevolle und Zärtliche besonders stark ausdrückt. Mit dieser Darstellung des Kindes, Wange an Wange mit der Gottesmutter, drückt es die innige Verbindung aus. Das ist die Anastasis-Ikone, das Osterbild der orthodoxen Christenheit und der Ostkirche. Auf der Ikone sehen wir Christus, der auf den geborstenen Pforten der Hölle steht. Die Fesseln sind abgestreift und die Schlösser aufgebrochen. Er ist umgeben von einer Strahlenaureole, die seine Herrschaft über den Kosmos symbolisiert. Christus zieht Adam und Eva als die Erstlinge der Erlösung zu sich. Links die alttestamentlichen Könige David und Salomon. Wir sprechen ja im Glaubensbekenntnis, abgestiegen zur Hölle, am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten. Das ist die Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und als Sieger emporstieg. Christus ist auferstanden. Hier ist das österliche Prozessionskreuz. Das Kreuz ist das Symbol der Christenheit. Auf dieser Ikone erscheint uns Christus in einer siegreichen Pose mit dem Kreuzstab und Kreuzfahne als Überwinder des Todes, wie er dem Hades entsteigt. In den vier Enden des Kreuzes sehen wir die Symbole der Evangelisten, die Glaubenslehre in alle vier Himmelsrichtungen verbreitend. Engel zeigen uns Gottes helfende und heilende Nähe an. Engel schauen das Antlitz Gottes und sie tragen unser Gebet zu ihm. Hier sehen Sie den Erzengel Gabriel auf der rechten Seite mit einem blauen oder grünen Gewand. Daneben den Erzengel Michael, rot gewandet, links. Und der Name Michael heißt Antlitz Gottes. Diese Ikone, auch Troika oder Philoxenia genannt, symbolisiert die alttestamentliche Dreieinigkeit als Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist in Gestalt von drei Engeln. Diese Trinität wird in der Genesis, erstes Buch Mose, beschrieben als drei Männer, welche Abraham und seine Frau Sarah
im Heim Mambre besuchen und ihnen trotz ihres hohen Alters die Geburt eines Sohnes verheißen. Die Gastfreundschaft, die sie dort erfahren, deutet in Gestalt des Tisches und des Kelches auf das eucharistische Gastmahl hin. Der Tisch wird somit zum Altar. Die drei Engel sind in einem Kreis als Symbol vollkommener Einheit und Unteilbarkeit zueinander geneigt. Das Original der Philoxenia-Ikone, im Jahre 1411 von dem Malermönch Andrei Rubeljew gemalt, gilt als seine wohl schönste Arbeit. Sie findet seine unergründliche Tiefe in der sanften Schwingung der Gestalten, dem Dreiklang der Gewänder und dem lieblichen Ausdruck der Gesichter. Der Betrachter wird in das Geschehen hineingezogen und eingeladen, teilzuhaben an dem schweigenden Trialog und der Philoxenia, dem Gastmahl der Dreiheit Gottes. Wir sind im Werkraum von Frau Teubner. Hier erfahren die Holztafeln für die spätere Ikone eine besondere Vorbereitung. Eine 10- bis 12-fache Grundierung wird auf die abgeleimte Holzplatte gestrichen. Zwischen dem Auftragen der Schichten muss jeweils eine Trockenzeit von mehreren Stunden eingehalten werden, sodass alleine dieser Prozess mehrere Tage in Anspruch nimmt. Um ihr Wissen um die Herstellung einer Ikone weiterzugeben, bietet Frau Teubner im Storchenhaus regelmäßig Malkurse an. In historischem Ambiente können Teilnehmer die Herstellung einer Ikone erlernen. Auch heute sind wieder einige Malschüler und Freunde zu Gast. Unter Anleitung ihrer Lehrerin erarbeiten sie sich gemeinsam ihre ganz persönliche Ikone. Fenster zur Ewigkeit, so hat der russische Maler Wassily Kandinsky Ikonen einmal genannt. Ich möchte versuchen, mit Ihnen gemeinsam einen Blick durch diese Fenster zu werfen und vielleicht gelingt es uns, eines dieser Fenster zu öffnen. Wenn wir Ikonen verstehen wollen, müssen wir uns mit ihnen befassen. Und wenn uns das gelungen ist, wenn wir also eine Ikone lesen können, dann wird uns ihre Faszination nie wieder loslassen. Und so habe ich es erfahren, vor mehr als 20 Jahren. Ich wollte gerne Ikonen malen und anlässlich einer Veranstaltung lernte ich einen Herrn kennen, dem erzählte ich das, es ergab sich so im Laufe des Gespräches und zufällig konnte mir dieser Herr die Adresse von Frau Teubner sagen, sie sei eine hervorragende Ikonenmalerin und sie würde ganz in unserer Nähe wohnen. Und das hat mich dann veranlasst, mich mit Frau Teubner in Verbindung zu setzen. Und es kam eine Verbindung zustande und mir war alles sofort auf Anhieb so sehr sympathisch, dass ich gleich mit dem Unterricht begonnen habe. Und nun bin ich schon das dritte Mal hier und das ist ganz sicherlich nicht das letzte Mal. Die Vorzeichnung des Motives, die sogenannte Riza, wird eingraviert. Zum Vergolden wird die Tafel mit rotem Poliment als Haftgrund dreifach bestrichen und poliert. Das hochkarätige Blattgold wird auf ein Vergolderkissen gebracht, mit einem Anschießerpinsel aufgenommen und mit einer Netze aus Alkohol aufgeschlagen. Blattgold ist so dünn, dass etwa 4.000 bis 6.000 Lagen einen Millimeter ausmachen. Es flöge durch den Raum, würde man es nicht mit dem Vergolderkissen festhalten. Dies erfordert sehr viel Konzentration und Sorgfalt bei der Arbeit. Nach einer Trockenzeit von ca. 3 Stunden ist das Gold polierfähig. Der Ikonenmaler erkennt dies am hellen Klang, der durch Anschlagen mit einem Achatstein erzeugt wird. Seinen strahlenden Glanz erhält das Gold durch vorsichtiges Polieren mit dem Achat. Nimben und Ränder erhalten eine Glanzvergoldung. Der Hintergrund als Mattvergoldung soll das Himmlische und Lichte symbolisieren. Nach der Vergoldung beginnt die eigentliche Malarbeit mit Eitempera, die sich jeder Ikonenmaler selbst herstellt. Die Farbe ist höchst lichtecht und nach Aushärtung über Jahrhunderte haltbar. Selbst die alten Meister haben bereits damit gearbeitet.
Gemahlene Pigmente und Halbedelsteine werden mit einer Ei-Emulsion angerührt, daher Ei-Tempera. Ikonen bestehen aus 20 bis 25 Farbschichten, die kontinuierlich heller werdend aufeinander liegen bis hin zum klaren Weiß. So entsteht der Eindruck, dass eine Ikone von oben Licht erhält und von innen heraus strahlt. Das Überraschende an Ikonen ist die Leuchtkraft ihrer Farben. Man setzt beim Inkarnat erst die dunkle Grundfarbe und arbeitet dann mit vielen hellen Schichten das Gesicht heraus. Die Nasenwurzel, die ziehen wir jetzt gerade. Wir arbeiten also von der Dunkelheit zum Hellen. Aber die Übergänge erreichen wir, indem wir eine Mischfarbe nehmen, und zwar von der dunklen Grundfarbe des Inkarnats und dieses Grün als Mischfarbe. So hat man die zarten Übergänge. Aber auf diese erste Aufhellung kommen bestimmt noch 10 oder 12 oder mehr Aufhellungen. Ein Ocker, ein rötlicher Farbton, um dem ganzen Gesicht Leben zu geben. Jede Farbe hat ihre Bedeutung. Rot steht für das Göttliche, deshalb trägt Jesus immer ein rotes Untergewand und ein blaues oder grünes Obergewand als Zeichen für seine Menschwerdung. Wenn der Malvorgang abgeschlossen ist, erhält die Tafel ihre Beschriftung mit griechischen oder kyrillischen Kürzeln. Nach menschlichen Maßstäben sind Ikonen für die Ewigkeit gemacht, so wie der Glaube ewig auf die Menschen wirkt. So gesehen muss das Storchenhaus noch sehr lange bestehen, damit eine alte Technik nicht verloren geht und die Kunstschätze Barbara Teubners bewahrt bleiben. Erst mit der Weihe durch einen orthodoxen Priester wird die Tafel zur eigentlichen Ikone. In der Franziskuskirche in Schwarzenbeck kamen Barbara Teubners Werke durch die Weihe durch einen orthodoxen Priester zu besonderen Ehren. Seit 1996 steigern ihre goldenen Wandtafeln die sakrale Ausstrahlung der Kircheninnenräume. Auf der Kanzel finden wir drei Ikonen, die Motive aus dem Leben des Namenpatrons der Kirche tragen. Die Ikone an der Kanzel links zeigt die Vogelpredigt des Franziskus. Die Ikone an der Kanzelmitte zeigt seine Wundmale, die sogenannte Stigmata. Rechts wird die Predigt des Franziskus an die Kranken und an die Gebrechlichen dargestellt. Das Triptychon als Taufaltar zeigt im geschlossenen Zustand das Motiv der Geburt Christi als erzählende Ikone. Geöffnet sehen wir die Dreifaltigkeit, rechts davon das Ostergeschehen und links das Pfingstwunder. Das Triptychon soll die drei wichtigsten Kirchenfeste symbolisieren.
unserer Zeit, die mehr und mehr von Angst und Gewalt geprägt ist, können Ikonen uns helfen, durch ihre meditative Ausstrahlung von Ruhe und Würde den Glauben neu zu entdecken, uns Hoffnung und Trost spenden. Wir wollen uns öffnen für einen gemeinsamen Glauben in Christus und uns in Toleranz und Ökumene üben. Herr, öffne mein Herz, lenke meine Seele und führe meine Hand, damit ich dein Bild würdig schreiben und wiedergeben kann.